In diesem Video wird die kapilläre Blutprobenentnahme bei Neonaten gezeigt. Richten Sie sich bei der Probenentnahme immer nach den Richtlinien Ihres Krankenhauses. Vergewissern Sie sich vor der Entnahme, dass Sie den richtigen Patienten identifiziert haben. Sorgen Sie für eine gute Durchblutung der Entnahmestelle. Desinfizieren Sie die Punktionsstelle und lassen Sie sie vollständig abtrocknen. Inzisieren Sie maximal 2 mm tief auf der Fußsohlenoberfläche der Ferse. Wischen Sie den ersten Blutstropfen ab. Halten Sie das offene Ende des Kapillarröhrchens horizontal in den sich bildenden Blutstropfen. Richten Sie das Röhrchen so aus, dass das Blut gut hineinfließen kann, das Eindringen von Luft jedoch vermieden wird. Wenn das Blut nicht frei fließt, üben Sie leichten Druck auf Unterschenkel und Knöchel aus. Verschließen Sie die Inzisionsstelle sorgfältig. Mischen Sie die Probe gründlich, indem Sie sie langsam schwenken. Etikettieren Sie die Kapillare mit der Patienten-ID und bringen Sie sie zum Messen umgehend zum Blutgasanalysator.